ganz viele Utensilien um mich herum versammelt und möchte euch heute einige meiner Entspannungsfavoriten zeigen. Und ich werde die einfach so, wie es mir in den Sinn kommt, herauspicken. Ich habe Klassiker mitgebracht, wie eine Kerze zum Beispiel. Und wie zu jedem ASMR-Video fängt eine meiner Katzen an zu fressen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich lasse es einfach drin. Also um zu entspannen, nutze ich wirklich halt auch die klassischen Dinge, wie mir ein paar Kerzen anzuzünden und es mir gemütlich zu machen. Natürlich darf bei so einem Video auch ein ätherisches Öl nicht fehlen. Ich habe jetzt hier Serenity ausgesucht. Manchmal kann ich Lavendel halt irgendwie nach zig Tagen auch nicht mehr riechen und brauche dann mal was anderes. Und da benutze ich einfach super gerne Serenity. Wenn wir so in der Duftabteilung bleiben möchten, dann habe ich hier auch sowas. Und zwar brenne ich hier drin Räucherstäbchen und Räucherkerzen ab. Das sind zum Beispiel Räucherkerzen, die ich benutze. Die habe ich zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt bekommen oder zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ich benutze auch sehr gerne ganz klassisch Räucherstäbchen. Sehr teuer Begleiter, meine Wärmflasche. Also selbst jetzt, ja, jetzt läuten wir auch noch die Glocken, ist in Ordnung. Also selbst jetzt im Sommer benutze ich fast täglich meine Wärmflasche. Nicht, weil mir kalt ist, aber weil mich das einfach so unglaublich entspannt, wenn ich hier im Rücken liegen habe oder auch hier so im Nackenbereich. So ein Kissen. Das riecht auch ganz toll nach Lavendel. Das kann man sich dann auch entsprechend einfach erwärmen. Das ist manchmal im Sommer jetzt vielleicht auch die bessere Alternative, weil es nicht ganz so viel Hitze abgibt. Dann habe ich gedacht, gehört für mich zum Thema Entspannung auch Musik. Und zwar Musik jeglicher Art. Also angefangen von ganz klassischer Entspannungsmusik bis hin zu Liebesliedern oder einfach Musik, die ich gut finde, die ich einfach gerne höre, die gute Laune macht. Da habe ich jetzt hier einfach mal stellvertretend irgendein Album rausgepickt und tappe da jetzt so ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, kennt den noch jemand? Jill Ufarim. Als junges Mädchen fand ich den super heiß. Der ist immer noch super heiß. Und mochte damals seine Musik und finde die auch jetzt, die ist ganz anders, aber finde die auch gut.
Natürlich, komm ruhig, mach's dir bequem. Ich weiß nicht, was das ist. So, also Musik und natürlich gehört für mich zum Entspannen auch Meditation immer, immer, immer dazu. Was ich auch sehr gern zum Entspannen mache. Hier so eine Faszienrolle. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Das ist eigentlich die von meinem Freund. Wir haben getauscht, weil ihm die zu hart war. Und meine mir dann irgendwann mit der Zeit zu weich wurde. Genau, also ich benutze sehr, sehr gerne Faszienrolle zum Entspannen, weil Entspannen hat für mich auch ganz viel mit meinem Körper zu tun. Da Blockaden und Verspannungen zu lösen. Deswegen habe ich hier auch so eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißen Akupressurmatten. Jetzt quasi hier das Kopfteil, was man sich dann hier so in den Nacken legen kann. Macht, glaube ich, ganz coole Geräusche. Mir auch noch rausgesucht. Ein Badezusatz. Jetzt hier einen Gelenk- und Muskel Meeressalzbad. Wohltuend für die Muskulatur, entspannt und befreit mit Rosmarin, Wintergrün und Eukalyptus. Und dann sehr gerne, und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr das auch kennt. Wenn ich mir eine Tuchmaske auf das Gesicht lege, ist das für mich Entspannung pur. Ich muss dabei die Augen schließen und das ist für mich so entspannend. Das hätte ich nie erwartet, bevor ich das zum ersten Mal eine Tuchmaske ausprobiert habe. Benutze ich die super gerne. Als letztes habe ich noch mir rausgesucht ein Buch. Ich lese in den letzten Monaten so viel wie schon lange nicht mehr. Also durch die Pandemie habe ich es wieder zu meinem alten Leserhythmus zurückgefunden. Also ich lese wieder wirklich viel, das Buch zum Beispiel. Das hat jetzt nur 500 Seiten, aber das habe ich in einer Woche, glaube ich, gelesen.
Also ich nehme da halt auch wirklich viel Zeit, weil ich ganz oft einfach keine Lust habe, abends Fernsehen zu schauen. Und dann lese ich viel lieber. Aber ich muss halt auch ein gutes Buch da haben. Deswegen kann ich sehr die Bücher von Lucinda Riley empfehlen. Sie hat eine sehr große Buchreihe, die nennt sich Die Sieben Schwestern. Damit hat bei mir alles angefangen. Da lese ich jetzt bald den siebten Teil. Und man muss halt immer warten, bis ein neuer Band rauskam. Und da habe ich dann angefangen, auch mal ein anderes Buch von Lucinda Riley zu lesen. Und es war genauso fesselnd, genauso toll geschrieben. Deswegen arbeite ich mich jetzt quasi durch alle ihre Werke. Habe aber leider dann nicht mehr so viele Bücher. Ich denke, die werden jetzt noch für den Sommer reichen. Und dann gucken wir mal, was der Herbst so bringt. Falls ihr aber vielleicht Lucinda Riley kennt und vielleicht Autoren kennt, die einen ähnlich tollen Stil haben, schreibt es gerne in die Kommentare oder auch so. Schreibt gerne Buch- und Autorenempfehlungen in die Kommentare. Und ich denke, wir können jetzt noch ein bisschen flüstern einbauen. Jahrelang hat Emily de la Martinière darum gekämpft, sich eine Existenz jenseits ihrer aristokratischen Herkunft aufzubauen. Doch als ihre glamouröse, unnahbare Mutter Valerie stirbt, lastet das Erbe der Familie allein auf Emilys Schultern. Sie kehrt zurück an den Ort ihrer Kindheit, ein herrschaftliches Château in der Provence. Der Zufall spielt ihr eine Gedichtsammlung in die Hände, verfasst von ihrer Tante Sophia, deren Leben von einem düsteren Geheimnis umschattet war, einer tragischen Liebesgeschichte, die das Schicksal der Lamartiniers für immer bestimmen sollte. Doch schließlich erkennt Emily, dass es noch nicht zu spät ist, die Tür zu einer anderen Zukunft aufzustoßen. Wahre Liebe ist wie ein Versprechen, das selbst die größte Dunkelheit erhält. Und Lucinda Riley schreibt nicht so klassisch schnulzig. Geschichten, die sind mir meist zu platt. Ja, bei ihren Geschichten spielt Liebe schon eine große Rolle, aber nicht so verklärt, sondern sehr reell. Und es gibt immer so krasse Verstrickungen, wo ich ganz oft bis zum Ende nicht dahinter komme. Und das liebe ich ja, wenn man so tagsüber darüber nachdenkt, wie das jetzt zusammenhängen könnte und wie es jetzt weitergeht. Das ist ganz, ganz toll. Und meistens so zum Ende hin, die letzten 100 Seiten, kann ich das Buch eigentlich nicht mehr aus der Hand legen, weil ich dann wissen muss, wie es jetzt endet und wie das jetzt alles miteinander zusammenhängt. Ich hoffe, dieses kleine ASMR-Video mit einigen Entspannungsfavoriten von mir hat euch gefallen. Schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, wie ihr am liebsten entspannt und was eure Entspannungsfavoriten sind. Und schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, ob ihr die ASMR-Videos lieber so kurz mögt. Ich mag das manchmal ganz gerne, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, mir so ein 15-minütiges ASMR-Video anzuhören. Und probiert das unbedingt mal mit euren Kindern aus. Svea ist unglaublich empfänglich für ASMR und wir haben jetzt angefangen, also sie ist 5 Jahre alt, jeden Abend zusammen ein ASMR-Video anzuhören. Genau, also schreibt mir doch gerne, ob ihr so kürzere ASMR-Videos mögt oder gerne auch längere. Ich möchte in diesem Monat nochmal eins machen, wo ich euch ins Bett bringe. Und schreibt doch gerne mal, wie lang das in etwa werden darf. Ich wünsche euch jetzt